Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Terranigma. Beim letzten Mal haben wir uns an ganz vielen Wächtern mit Taschenlampen irgendwie mehr oder minder erfolgreich vorbeigeschlagen. Wir wurden von Mai Lin eingesperrt, die für Wong arbeitet. Fyda hat uns dann gerettet, die irgendwie auch in dem Schloss unterwegs ist. Melina ist hier, Roy ist hier und generell absolutes Chaos. Und eigentlich müsste Perry auch noch irgendwo rumfahren mit seinem Skateboard. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Aber ich denke, wenn wir hier alles durchkämmen, werden wir ihn schon noch finden. Dort oben die Schatzkisten haben wir beim letzten Mal schon aufgemacht. Und, ich glaube, wir hatten Melina sogar noch gesehen. Also unsere Melina aus der Unterwelt. Wenn das mal nicht wieder eine Illusion ist, ne? Wäre zumindest zu erwarten. Ich bin echt froh, dass man in diesem Land hier keinen Schaden nimmt. Denn sonst wären wir, glaube ich, schon tot, weil ich immer in die Abgründe springe. Wie immer halt, ne? Kennt mich ja. Money und Abgründe, das passt einfach nicht so. Und noch eine Kiste mit 200 Taler. Schon wieder so wenig. Also ich muss echt sagen, dafür, dass Wong sich diese ganze Burg hier leisten konnte, ist er ziemlich arm. Wahrscheinlich, weil er sich diese ganze Burg hier gekauft hat. Hi, Melina! Prinzessin Melina wird hier gefangen gehalten. Beeil dich und hilf ihr. Ob das die echte Melina war? Oder wieder nur eine Illusion? Tja, wer weiß, wer weiß. Sieht irgendwie ein bisschen labyrinthartig aus hier. Oder auch nicht. Leere Kisten! Da war jemand vor uns hier. Nein! Wer wagt es? Niemand leert hier Kisten außer uns. Okay, da reicht es eine Tür und hier ist nichts. Tja, dann haben wir ja keine große Wahl. Gehen wir in die Tür. Bücher, kann man hier lesen? Es steht in diesem alten Buch. Versperrte Pfade begeht man mit besonderen Schuhen. Aha. Cool. Mit Turboschuhen. Es steht in diesem alten Buch. 6 Lichter erleuchten eine neue Straße. Dafür erleuchten andere. Interessant. Hi! Warum nur? Kommt es mir so einfach vor, dass du einfach so hier rumstehst. Aber naja, wir haben keine Wahl. Du Hasenhirn-Ark. Naja, war ja klar. Fällst du einmal auf denselben Drücker rein? Irgendwie ist gerade dunkel geworden. Hallo? Kann jemand das Licht anmachen, bitte? Hallo? Im Herzen von Ark gibt es 2 Melinas. Er hat die Wahl. Hey. Ark. Welche Melina magst du wirklich, Ark? Die aus der Unterwelt natürlich. Die kennen wir ja schon viel länger und die war immer lieb zu uns und so und die andere ist auch nett, aber wer auch immer da gerade redet. Ark, pass auf, was ist eine Illusion? Ich weiß, Albträume schleichen sich in die Herzen der Menschen. Ark, vertraue deiner Stärke und besiege die Albträume. Nein, Melina, verlass uns nicht. Oh, hi Fyda. Ich hab doch gleich gesagt, lass uns zusammen rumlaufen, aber nein. Du musst es ja unbedingt ohne uns losgehen. Na, die Leute nicht mit illusionären Missetaten von Ark. Wo bist du? Ich weiß, du musst in diesem Zimmer sein. Zeig dich. Oh, Überraschung. Die Illusion war von Mai Lin. Wer hätte das nur erwartet? Warum mischst du dich ein? Wer bist du, Ark? Hä? Wer bist du, Ark? Wolltest du vielleicht sagen, wer ist das, Ark? Oder so, aber nicht, wer bist du, Ark? Du scheinst Ark zu kennen. Aber warum quälst du ihn? Er spielt mit meinen Gefühlen. Nein. Er soll leiden, leiden und nochmal leiden. Oh, Kind. Feige. Sehr schön, Fyda. Du vergeltest also Gleiches mit Gleichem? Du bist noch ein Kind. Du musst noch viel über das Leben lernen. Na, gut so. Sag sie mal die Meinung. Auf mich hört sie ja nicht. Sagt wer? Wong kann dich und Ark ausradieren. Das werden wir ja sehen. Ich hab einen Narrenstab. Unsere super coole neue Waffe.
Kleiner Abstecher. Auf geht's. Gehen wir jetzt endlich zusammen? Ja? Ja? Yay! Führer! Wuhu! Begleite uns! Yay! Ist sie nicht cool? Sie rennt uns hinterher! Wuhu! Party, Party! So, dann suchen wir jetzt immer noch Melinda, denke ich mal. Wenn wir denn jemals wieder rausfinden, aus diesem... Hi! Der Eingang ist verschlossen. Vorher war er noch offen. Tja, das ist irgendwie nicht so gut. Die Musik ist auch nicht gut. Absolut nicht. Marlene, sehr gut. Die Maus sitzt in der Falle. Mäusejagen macht keinen Sinn. Jetzt ist Schluss damit. Danke, Marlene. Du wirst jetzt nicht mehr gebaut. Oh, netten Boss hast du da. Eine Sekunde, Mr. Wong. Was meinst du damit? Ich werde mit dir dasselbe machen, was du Ark angetan hast. Hä? Ich? Wohl eher er. Er will uns alle in diesem Zimmer töten. Warum? Ich arbeite hart für Wong. Versteh doch. Für Wong ist dein Menschenleben kein Penny wert. Ach ja, Marlene, du gerätst echt an die falschen Kerle. Ach, jetzt heult sie wieder. Ich war dumm. Es tut mir leid. Ach, Großvater. Echt mal, warum bist du nicht bei deinem Großvater geblieben? Der ist schon wieder Krankvorsorge. Oh, ich höre Geräusche. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt es her? Kabu. Oh yeah. Yay, wenn das nicht mein Freund Ark ist. Ich hörte eine weine Frauenstimme, deshalb kam ich her. Übrigens, hast du den Chip getroffen, der das ganze Metall aufkauft? Wir sollen keine Mädels zum Weinen bringen, sondern den Job erledigen. Was für ein nettes Schloss, ein idealer Platz für ein Päuschen. Hollere! Oh yeah, Perry. Du hast keine Ahnung von der Gesamtsituation, aber egal. Du hast uns gerettet. Sehr gut. Und jetzt ist er wieder weg. Warum fällt er wieder weg? Warum bleibt er nicht hier? Na gut. Willst du rasten? Ich setze meinen Weg fort. Ich komm mit. Warte, Peter. Lass mich nicht mit Marlene alleine, bitte. Ark, warte. Ich muss dir etwas erzählen. Ark, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Es gibt hier viele Wände und viele Statuen, aber danke für den Tipp. Dahinter befindet sich das Verlies der Prinzessin. Sei vorsichtig. Wong hat Roy als Wache engagiert. Er ist gefährlich. Und ich war im Unrecht. Entschuldige. Irgendwann verzeih ich dir. Jetzt noch nicht. Aber irgendwann. Jetzt kommt wieder dieser coole, schräge Sprung hier. Nein. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann auch Anlauf nehmen und dabei sterben. Und... Alles gut. Alles gut, alles gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier raus und die Wand mit der Statue finden. Allerdings gibt es ja eine Tür, durch die wir noch gar nicht durchgegangen sind. Von daher gucken wir erstmal dort vorbei. Denn vermutlich müssen wir dahin. Ach, hier ist keine Wache. Wie schön. Wand? Statue? Oh, Moment. 6 Lichter. Raus zur Mitte rein. So, 6 Lichter, 6 Krüge. Das ist, ja, natürlich sehr auffällig. Und in dem Buch stand ja auch irgendwas von wegen 6 Lichter an, aus, was weiß ich. Von daher pusten wir die Fackeln aus. Nicht mit unserer Puste, sondern mit Krügen. Ich schmeiß auch immer Krüge auf Kerzen, wenn ich sie ausmache. Ist vollkommen normal. Wer macht das nicht so? Das ist ja die einzige Möglichkeit. Immer Krüge auf brennende Kerzen werfen, um sie zu löschen. Und dann öffnen sich Türen. Wuhu! Und viel zu lange Wege. Schauen wir erstmal. Hier sieht alles gleich aus. Wand. Kann man die wieder einrennen? Nein, kann man nicht. Schade. Krüge sind auch keine da, um Fackeln auszumachen. Dann, langer Gang. Sehr langer Gang. Aber die Wand kann man doch bestimmt einrennen. Chakaboom. Chakaboom. Nein. Okay. Da gehen wir jetzt den anderen Weg lang. Da war doch, glaube ich, noch ganz rechts ein Weg, oder? Turboschuhe, los!
los. Juhu. Und wer hier ist irgendwo der Wache jetzt? Das wäre absolut unpraktisch. Hier ist auch nichts. Okay. Statue. Hi. Wie war das? Wand gegenüber der Statue. Welche Statue? Welche Wand? Hallo? Hallo? Schalter? Ach, super, ey. Hätte man das nicht irgendwie... Wo haben wir den Tipp her? Von Fyda? Von Mylin? Ich hab's echt vergessen. Jedenfalls war der Tipp nicht gerade hilfreich. Hier sind echt zu viele. Ah, warte mal, hier ist keine Statue. Ha, was ist das? Sieht aus wie ein Schalter. Genau, das ist die Statue, von der Mylin sprach. Das ist eine Wand, Junge, keine Statue. Was soll ich machen? Drück den Knopf! Mach schon, drück! Ich rede mit mir selbst. Okay. Ah. Sesam, öffne dich! Toller Schalter. Dann stürmen wir nach oben. Mit den Turboschuhen. Mit den Turboschuhen? Haha. Und... Hi, bist du die Echte? Der Musik zufolge? Wer weiß. Unglaublich, dich an einem Platz wie diesem zu treffen. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Aber ich dachte sehr oft an dich. Ist das ein Traum? Hey! Ich liebe Reus Musik. Tut mir leid, Junge. Aber das ist nun mal mein Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Stärke zu demonstrieren. Ich werde dein Gegner sein. Ich will nicht gegen Roy kämpfen. Ark, befreie die Prinzessin aus dem Schloss. Was machst du? Beeilung. Aber Fyda. Schnell, bring die Prinzessin an einen sicheren Ort. Schade, unseren Wettkampf müssen wir wohl verschieben. Tut euch nicht weh, ihr seid beide voll cool, okay? Seid lieb zueinander. Ich warne euch. Ich will hier keine Toten haben. Kapiert? Komm, Berliner, wir gehen. Wohin auch immer wir gehen. Wir müssen nur an den ganzen Taschenlampentypen vorbei und... Hi, Mylin. Ah, hier entlang. Du kommst an den Wachen nicht vorbei. Ich kenne einen Geheimgang. Keine Angst, ich lege dich nicht wieder herein. Und das soll ich dir warum glauben? Warum? Ha, wenn wir einen guten Grund, dir zu glauben. Und wo bist du überhaupt hingerannt? Ich glaube, sie ist hier lang gerannt. Warum kann Melina mit uns mitrennen, während wir mit unseren super-duper Turboschuhen rennen? Hi. Da vorne ist ein Kanalrohr. Ich hörte, wie Wong sagte, dass es nach draußen führt. Kommst du nicht mit? Los jetzt, sonst erwischen uns die Wachen noch. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Wir kennen uns doch. Vielleicht aus Schloss Doar? Nein. Wir trafen uns bereits vorher schon einmal. Es ehrt mich, dass eine solche Schönheit sich an mich erinnert. Aber das Schwert passt nicht so recht zu dir. Leg es doch ab. Genug geredet. Zieh dein Schwert. Wer die Prinzessin bedroht, bekommt es mit mir zu tun. Was zwingt dich dazu, andauernd dein Schwert zu schwingen? Das Mädchen ist keine Prinzessin mehr. Du hast nur keine Verpflichtung mehr. Einem Halunken wie dir werde ich das nicht auf die Nase binden. Ich habe jemanden zu beschützen. Ich hab den Text weggelegt, tut mir leid. Jemanden zu schützen? Verstanden. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Wie meinst du das? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe es mir anders überlegt. Das ist alles. Geh und beschütze deine Prinzessin, so gut du kannst. Ich mag Roy. Er ist gar nicht so böse, wie er immer tut. Nee. Ark, ich werde auf Fyda warten. Fyda war immer für mich da. Ich kann sie nicht zurücklassen. Oh, komm schon. Geh voraus. Ich werde dir mit Fyda folgen. Wenn dir was passiert, bringt Fyda mich um. Also, komm mit, Mädel. Die Frauen in diesem Spiel sind teilweise echt anstrengend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Tut mir leid, Ark. Ich will dich nicht länger aufhalten. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Ach, Melina. Meine Güte. Wir sind so ein überflüssiger Auserwählter manchmal, das ist unglaublich. Ah, warum Himmels Willen? Mein, wenn Beluga das im Devotal fährt, wird er stinksauer. Roy,
Fange Melina und erledige sie. So schnell du kannst. Hinter allem steckt Beruga. Jetzt kennen wir seinen Namen. Was sagst du? Verschwinde oder es gibt Ärger. Wong, das konntest du nicht wissen. Für das Projekt Vorbereitung starben viele Menschen. Unter ihnen meine besten Freunde. Was redest du da? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. König Olaf ist lange tot. Es gibt nur dich und diesen Beruga, den du erwähntest. Nein, 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 nicht so hastig. Dunkle Machenschaften. Oh, das ist für ein Abgrund hier. Ah, oh Gott. Haha, ich hab's geschafft. Ich bin das tolle Auserwählter. Warum zur Hölle renne ich eigentlich alleine jetzt weg? Also irgendwie... Wo kommst du jetzt her? Ark, warte. Sie schufen einen Doppelgänger von Ark. Hey, wo ist die Prinzessin? Was willst du? Du hast sie nicht gesehen? Nein, ich nicht. Ich dachte, sie sei bei dir, Ark. Eigentlich müsstest du hier über den Weg gelaufen sein. Was? Das Schloss bebt. Das merke ich auch. Das ist nicht so gut. Wir stehen auf einem schmalen Dingens. Nicht, dass wir noch ins Wasser fallen. Bist du wirklich in Ordnung? Nicht dort? Ark wird nicht einfach so sterben. Plopp, steh wieder auf. Boah, Ark, alles okay? Bist du unverletzt? Das Schloss bebte und wir wurden durchs Rohr hinausgespült. Lecker. Ey, Kumpel, ist klar, Gott sei Dank. Man sagt, der Metallpreis in der Stadt sei wieder gesunken. Ich muss Will helfen, es gibt viel zu tun. Komm doch mit zu ihm, er hat wirklich abgefahrene Pläne. Okay. Du kannst mich einfach mitnehmen, Perry. Entschuldige, ich beging einen großen Fehler. Ark, du hast immer zu mir gehalten. Du bist mein Retter. Ich bin ja schon zufrieden damit, dass du mich nicht hasst. Habe ich gesagt, dass ich dich nicht hasse? Hey, ich gehe zurück zu Großvater nach Laza. Hey Ark, besuch mich mal wieder. Nein. 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 Nun bist du auf dich selbst gestellt. Was stieß der Prinzessin und ihrer Begleitung zu? Oh ja, die Metallpreise sinken. Wir sollten nach Seeheim gehen. Der Flugzeugfuzzi müsste eigentlich wieder fröhlich an der Arbeit sein. Mensch, Fluffy, der Flugzeugfuzzi heißt Will. Merkt ihr zumindest seinen Namen? Ja, das war Burg Drachenfels. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich ein sehr cooler Dungeon, wegen, weil die ganzen Leute hier sind, weil man so ein bisschen erfährt, ja, Wong hat dunkle Machenschaften erlaufen, der war mit König Olaf unter einer Decke und mit diesem Beruga, von dem wir in Neo Tokyo schon mal ein bisschen was gehört hatten. Und eigentlich richtig cool, nur diese Taschenlampenwächter, die sind wirklich unerträglich. Aber, naja, wir haben es geschafft und somit haben wir sozusagen den schlimmsten Teil des Spiels hinter uns. Wirklich, es ist meine absolute Hassstelle mit diesen Taschenlampen-Freaks hier. Ah, Gott, ey. Egal, es haben wir geschafft und beim nächsten Mal gehen wir dann nach Seeheim zum Flugzeugfuzzi. Also dann, ciao, ciao.